Liebe Online-Marketing-Nerds und solche, die es gerne werden möchten, ich werde jeden Tag mindestens 3 bis 10 Mal mit der folgenden Frage konfrontiert. Und zwar, Marc, wie starte ich, wie kann ich mir ein eigenes Unternehmen in Form von Online-Business, whatever, aufbauen? Und es spielt gar keine Rolle, was du machst. Offline, online, Online-Marketing, Online-Selling, Offline-Selling. Unterm Strich geht es immer nur um eins. Du bringst Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt, die Menschen helfen, im Idealfall um Menschen zu helfen. Nun, das Problem ist, dass viele Menschen irgendwie nach 10 oder 15, 20 Jahren entscheiden, ach, ich bin jetzt Internetmarketer und ich verdiene, keine Ahnung, 2.000, 5.000 Euro pro Woche, overnight. Das ist eine sehr schöne Idee und auch ein wahnsinnig toller Traum, aber not possible, es funktioniert nicht. Was aber passiert ist, die Menschen, keine Ahnung warum, es wird suggeriert, wenn man es überall sieht, ist offensichtlich jeder im Internet, der irgendwas damit zu tun hat, overnight millionaire, und das möchte dann halt die entsprechende Zielperson auch. Also geht sie hin, nimmt irgendeinen Affiliate-Link, nimmt irgendwelche Werbevorlagen, in denen eben genau solchen Schwachsinn steht mit 2.000 Euro, bla 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 bla, und ohne nichts zu tun, ohne Grundkenntnisse, ohne Computerkenntnisse, ohne gar nichts, einfach nur mit auf dem Sofa sitzen und Fernsehen schauen. Whatever, du weißt, was ich meine. Und hat als Output genau nichts. Und das ist so ziemlich bei, ja, ich würde sagen, 98% der Fall. Ich habe mal ein Video gezeigt von meinen Insights, wo wir genau das getestet haben, mit mittlerweile, keine Ahnung, damals waren es 400 und irgendwas Affiliates, mit genau null Erfolg, weil sie es genau so tun. Also ich habe eine Statistik live gezeigt von mir. Das funktioniert never ever in your whole life. Aber mach nur weiter, wirst du sehen. Das Einzige, was du hier sehr schnell und sehr einfach verlierst, ist deine Zeit. Ist aber voll okay. Du scheinst offenbar nicht groß ein Problem zu haben, wenn du definitiv deine Zeit so wegwerfen kannst, aber das steht auf einem anderen Papier. Wie funktioniert das also wirklich? Wie kannst du dir so ein Unternehmen, und nochmals, es spielt gar keine Rolle mit was, wie kannst du so ein Konstrukt aufbauen? Und du wirst jetzt sehen, das ist unglaubliche Raketenwissenschaft. Erstens, du lernst es. Ja, klingt komisch, ist aber so. Du lernst es. Zweitens, du machst es. Und zwar so lange, bis es funktioniert. Und hier habe ich mal ein kleiner Tipp am Rande. Mir fällt auf, dass ganz viele Menschen erzählen möchten, wie man Geld im Internet verdient, obwohl sie selber noch genau 0 Euro verdient haben. Und ich gebe dir einen ganz kleinen Insight und ein unglaubliches Geheimnis. Online-Marketer, die wenigsten verdienen Geld, indem sie sagen, wie man Geld verdient. Wir verkaufen vom Parfüm über Fahrräder, über digitale Informationsprodukte, über Software, über was auch immer. Und die Big Player in der Szene machen das Geld nicht mit schnell Geld verdienen im Internet. Aber zu dem später. Du machst es jedenfalls. Und wenn es funktioniert, das heißt, du hast Erfolg mit dem, was du tust, dann kannst du es mit Werbeanzeigen an irgendeinen Menschen weitergeben, der mit deinem funktionierenden unternehmerischen Denken und den Informationen irgendwas verdient. X, Y, Euro. Klingt komisch, aber auch das ist so. Und jetzt, für wie teuer verkaufst du dein Wissen? Das ist abhängig, wie viel Geld du pro Stunde umsetzen kannst. Wenn du pro Stunde 50 Euro umsetzen kannst, und das jede Stunde, weil es ist ja möglich, du kannst es pro Stunde machen, also setz dich eine Stunde hin, hast du 50 Euro. Als Verkäufer überhaupt kein Problem, Online-Marketer auch nicht. Dann kannst du deine Stunde für, Achtung, 50 Euro anbieten. Beziehungsweise dein Wissen für 50 Euro anbieten.
Das ist so ein Konstrukt, wie das funktioniert. Also als erstes, du lernst irgendetwas. Zweitens, du machst es und zwar so lange, bis es funktioniert. Drittens, du hast Erfolg. Diesen Erfolg kannst du anhand von deinen Resultaten, anhand von deinen Schritten erklären. Und wenn du es erklären kannst, hast du ein Produkt und dieses Produkt kannst du verkaufen. That's the way it goes. Herzlich willkommen im unternehmerischen Denken. Und als Unternehmer musst du dich halt eben abheben mit dem, was du kannst. Deine Person steht hier im Vordergrund. Du bist das Brand. Und die Frage ist jetzt, was hast du für ein Brand? Bist du jemand, der Dinge erzählt, von denen du keine Ahnung hast? Oder bist du jemand, der Dinge erzählt, dass Menschen effektiv hilft? Ein guter Indikator dazu ist übrigens, kann man mit dir persönlich sprechen? Kannst du mir persönlich helfen? Kannst du meine Probleme lösen, die ich habe? Oder gibt es bei dir noch nicht mal eine Support-E-Mail-Adresse? Denk mal darüber nach. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Bis zum nächsten Mal.